So, wir sind hier bei unserem Teppichpüternweibchen und ich hatte vor einiger Zeit ja gezeigt, wie sie einen dicken Bauch hatte und trächtig ist und bald Eier legen würde. Und wir sehen, der Bauch ist deutlich dünner geworden. Wir haben vorsichtshalber eine Schlupfbox in dieses Terrarium gesetzt, denn diese Teppichpythons, die Höhlen, die brüten gerne in Höhlen. Und die habe ich jetzt rausgenommen, die stand hier unten. Das ist einfach so eine Schlupfbox, weil wir natürlich gerade keine Besucher haben, muss die auch nicht so schön aussehen. Und im Grunde ist das einfach ein Nistkasten für Vögel. Und ihr seht, sie ist also durch dieses Loch hier reingegangen, hat heute Nacht diese Eier gelegt. Man sieht richtig schön, wie die sich dieses Nest gemacht hat, weil diese Schlangen brüten ihre Eier nämlich aus. Aktiv durch Muskelkontraktion erhöhen sie die Temperatur im Gelege und dann brüten sie also 50, 55 Tage an diesen Eiern rum und kontrollieren die Luftfeuchtigkeit sogar und dann schlüpfen die klein. Wir nehmen die Eier aber raus und legen die in Inkubator. Diese Eier sind anders als Vogeleier, sind diese Eier mit einer weichen Schale. Ihr seht, man kann das so leicht eindrücken. Das ist also typisch Reptilienei, pergamentartig. Und diese Eier können dadurch sehr gut Wasser aufnehmen und auch Wasser abgeben natürlich. Deswegen können sie auch sehr viel leichter austrocknen als Vogeleier. Und ich werde die jetzt in Inkubator bringen und dann ordentlich betten und den Inkubator auf die passende Temperatur von 31 Grad einstellen. Heute Morgen sehe ich im Inkubator, dass sich da was getan hat bei den Teppichpython-Eiern. Nach insgesamt 56 Tagen fangen die Kleinen an zu schlüpfen. Und wie wir sehen, ich hatte ja die Eier hier in dieser Motorbrüter-Variante inkubiert. Das bedeutet, dass sie einfach auf einem Rost liegen über einer Wasseroberfläche und bei genau 31 Grad habe ich die also jetzt die letzten 56 Tage ausgebrütet. Und jetzt haben die Tiere die Eihaut angeschlitzt, das machen die mit ihrem Eizahn. Und man sieht so kleine längliche Schlitze, wo dann die Köpfe rausschauen. Die Eihaut eines Reptilieneis, von den meisten Reptilieneiern, ist ja pergamentartig, also flexibel. Und die kann man dann also aufschneiden mit so einem Eizahn. Und die Jungtiere stecken also jetzt ihre Köpfe raus, verharren in dieser Situation eine ganze Weile, so lange, wie es eben dauert, bis der Dotter komplett resorbiert ist. Das heißt also, wenn sie anfangen, Luft zu atmen, ihre Lungen das erste Mal mit Luft füllen, dann kann der Kreislauf auch richtig angeschmissen werden. Und dann resorbieren sie den Dotter über die Nabelschnur in ihren Bauch. Und wenn das komplett abgeschlossen ist, was einige Stunden, manchmal auch ein, zwei Tage dauern kann, dann schlüpfen die Tiere aus. Ja, wir sehen hier auch vergammelte Eier dazwischen. Diese Eier, die sterben ab und diese Gelege kleben ja zusammen. Und wenn man dann den Fehler macht, die Eier daraus zu schnibbeln, dann verletzt man möglicherweise die anderen Eier. Und wenn diese Eier absterben zu einem späten Zeitpunkt der Inkubation, also dieser Eizeitigung, dann sind die anderen Eier schon mit einem Immunsystem ausgestattet, dass die also dann nicht mit angesteckt werden und dann lässt man sie lieber da drin. Ja, also wir sehen hier schon, ne, da sieht man, der guckt einfach nur raus. Der hier, der hat sich wieder zurückgezogen, als ich die Box eben auf den Tisch gestellt habe. Das macht aber überhaupt nichts. Hier guckt auch noch eine raus und hier hinten sind auch schon welche noch ein bisschen weiter draußen. Ach, das sieht doch super aus. Ja, ich bin immer wieder erstaunt, aus welchen scheinbar nicht so gut aussehenden Eiern dann doch noch welche rauskommen. Aber gezählt wird am Schluss. Ich werde berichten und wir lassen die jetzt erstmal sich ganz in Ruhe an diese neue Welt gewöhnen. Bis später. So, heute Morgen haben wir ja gesehen, dass die Schlangen die Eier angeritzt haben und die Köpfe rausgesteckt haben. Jetzt ist es nachmittags 3 Uhr. Die ersten zwei Schlangen sind komplett aus dem Ei ausgeschlüpft. Manche verharren immer noch mit nur dem Kopf draußen. Und ich vermute, dass also morgen dann die letzten Schlangen auch komplett ausgeschlüpft sind. Wir sehen hier sehr schön die dicken Bäuche, das ist der resorbierte Dotter.
Das heißt, diese Tiere haben jetzt den Dotter komplett absorbiert in den Bauch und haben jetzt also eine richtig gute Grundlage, um die nächsten Wochen erstmal zu überstehen, sich zu häuten und dann irgendwann ihre erste Mahlzeit einzunehmen.